Jo, heißes Zeug. Aussage sind wir das. Scheiße, wer ist das denn? Oh, scheiße, der Chef. Nee, ich mach die Scheiße aus. Ja. Big Spartel hier, du musst arbeiten morgen. Wa? Vergiss es. Oh doch, was ist da die ganze Zeit im Hintergrund? Deine Schwester? Wie bitte? Ungeborene Schwester? Sag mal, so ein Ton verbiete ich mir. Ja, okay. Arbeiten jetzt. Ja, okay. Wunderschönen guten Tag, weil ich mich mit meinem Ayahuasca-Partner mal wieder Richtung Jenseits gesoffen habe, untersuchen wir heute, was es mit der Sache und Zahl 1984 bei den Querdenker-Demos auf sich hat. Viel Spaß, meine Süßen. Als die Querdenkerbewegung Fahrtwind bekam und seither andauernd im Kreuzfeuer der Medien steht, fragte ich mich als besorgter Normalbürger, der dreimal am Tag das Haus verlässt, um seinen Billig-Cola-Vorrat aufzufüllen, was es denn mit der Zahl 1984 auf sich hat. Und warum die Billig-Cola teurer wird! Mit der Zahl wird auf das Buch von George Orwell 1984 verwiesen. In diesem Buch geht es um einen totalitären Überwachungsstaat, der überall ein Auge auf die Menschen hat. Big Brother is watching you. George Orwell ist bekannt für seine kritischen Äußerungen gegenüber Regierungen. Einer seiner bekanntesten Zitate stammt aus diesem fiktiven Roman. Um die Lügen der Gegenwart durchzusetzen, ist es notwendig, die Wahrheiten der Vergangenheit auszulöschen. Diese Menschen vergleichen somit die aktuellen Corona-Maßnahmen mit einem Überwachungsstaat. Quasi eine Metapher im echten Leben. Wie man nun zur Querdenkerbewegung steht, ist jedem selbst überlassen. Somit...